freue mich, bei der Initiative dabei zu sein, weil ich Lernen in der digitalen Gesellschaft eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen überhaupt finde. Digitale Medien sind ein Teil von uns, ein Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, dass Lernen mit den neuen Medien tatsächlich ganz viel verändern wird. Dass es eine unglaubliche Demokratisierung ist, sowohl hier als auch in vielen anderen Ländern der Welt. Und ich freue mich, dass die Initiative einen Beitrag dazu leisten wird, das Thema in Deutschland noch präsenter zu machen, als es bis jetzt ist. Ich bin hier bei der Initiative Lernen in der digitalen Gesellschaft, weil ich es für wichtig erachte, dass dieses Thema weitergetragen wird und auch in die breite Masse hineingeführt wird. Ich arbeite fürs Collaboratory, weil ich der Meinung bin, dass digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden müssen in einer Art und Weise, dass es den Unterricht wirklich bereichert und nicht nur, weil sie digital sind. Ich denke, dass mit digitalen Medien es die Chance gibt, besser und vor allem individueller zu lernen. Schüler reagieren viel mehr auf Medien als wir, die wachsen in dieser digitalen Welt auf. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen können, da ist die Motivation dahinter. Und in dieser Initiative erhoffe ich mir, dass mehr Medienaffinität bei den Lehrern entsteht.